Heute in der MOOC-Märchenstunde die Geschichte von Alia und ihrem Weg zum Hochschulabschluss. Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, Anfang der 2000er, ein Mädchen namens Alia. Ihre Eltern sind vor Alias Geburt nach Österreich gezogen. Der Vater ist Mechaniker, die Mutter arbeitet in einem Supermarkt. Alia hat zwei jüngere Geschwister und lebt mit ihrer Familie in einer Wohnung. Alia freut sich schon darauf, in die Schule zu kommen. Als es dann soweit ist, tut sie sich aber teilweise schwer, vor allem im Deutschunterricht. Nicht etwa, weil sie nicht gut wäre. Ihr Lehrer glaubt aber, dass sie gar nicht so gut sein kann wie die Michaels und Elisabeths in ihrer Klasse, denn Alias Eltern sprechen ja eine andere Erstsprache. Nach der Volksschule möchte Alia wie ihre beste Freundin aufs Gymnasium gehen. Der Lehrer rät ihren Eltern davon ab. Alia wäre an der Mittelschule besser aufgehoben. Das Gymnasium sei zu schwer für sie, außerdem würde sie bei den Kindern am Gymnasium sicher keinen sozialen Anschluss finden. Das ist erstens unfair und zweitens kompletter Blödsinn. Der Lehrer war einfach klassistisch. Bei Klassismus handelt es sich um eine Diskriminierungsform aufgrund der Klasse bzw. des vermuteten sozialen Status einer Person. Klassismus kann auch mit anderen Diskriminierungsformen wie Sexismus oder Rassismus zusammenspielen. Wenn mehrere dieser Kategorien aufeinandertreffen und sich wechselseitig überschneiden, spricht man von Intersektionalität. Alias Eltern hören auf den Lehrer und schicken ihre Tochter auf die Mittelschule. Auch da hat sie es nicht leicht. Sie fällt öfters negativ auf, weil sie ihre Hausübungen nicht macht. Dabei hat sie keine Zeit dafür. Nach der Schule muss Alia oft auf ihre Geschwister aufpassen und ihnen bei ihren Hausaufgaben helfen. Da beide Eltern arbeiten, haben sie keine Zeit, das selbst zu tun. Alia versucht, ihre Situation zu erklären, aber ohne Erfolg. Alle hätten die gleichen Chancen, schließlich würden wir in einer Meritokratie leben. Alia müsse sich halt mehr anstrengen und mehr für die Schule tun. Meritokratie? Dass ich nicht lache. Übersetzt heißt Meritokratie Herrschaft des Verdienten. Dieses Denkmuster besagt, dass alle des eigenen Glücks Schmied sind. Das heißt, alle können gleichermaßen individuelle Leistung erbringen. Aber so ist es nicht. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Ausgangspunkte und Lebensumstände. Alia besucht nach der Mittelschule eine höherbildende Schule. Ein paar Leute aus Alias Freundeskreis wollen nach der Matura studieren. So kommt sie auf die Idee, dass das auch etwas für sie sein könnte. Ihre Eltern haben nichts gegen ein Studium. Sie geben Alia aber zu verstehen, dass es schon besser wäre, wenn sie etwas Gescheites machen würde, um Geld zu verdienen. Ihre Eltern können ihr kein Studium finanzieren. Zusammen mit der Studienbeihilfe und ein bisschen Erspartem kann sich Alia zumindest das erste Semester finanzieren. Danach ist das Ersparte aufgebraucht und sie muss nebenher arbeiten. Bei einem Pub hat sie eine Stelle als Kellnerin angenommen, weil sie da nachts arbeiten und untertags Lehrveranstaltungen besuchen kann. Im ersten Semester sind ihre Noten noch ganz gut. Mit dem Nebenjob haben sich Alias Noten aber schnell verschlechtert. Vom späten Arbeiten im Pub ist sie oft zu müde, um sich auf Vorträge zu konzentrieren und sich mit Arbeitsaufträgen zu beschäftigen. Gerade in der Anfangszeit sind Alias SchulfreundInnen eine große Hilfe. Trotzdem hat sie oft das Gefühl, eigentlich nicht an die Uni zu gehören. Sie traut sich auch nicht, Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht versteht. Zu groß ist die Sorge, jemand könnte sie für inkompetent halten. Es war echt hart und ich habe oft überlegt, einfach alles hinzuschmeißen. Was mir geholfen hat, war eine Lehrveranstaltung zum Thema Klassismus. Dort habe ich gelernt, was der Habitus ist und was diese mit meinem Bildungsweg zu tun hat. Durch meine Herkunft habe ich einen Habitus, der sich von dem einer weißen, bürgerlichen Person mit akademischem Elternhaus unterscheidet. Mein Habitus passt nicht mit dem zusammen, was an der Uni verlangt wird. Deswegen fühle ich mich so fehl am Platz. Außerdem habe ich von den Kapitalsorten erfahren und gemerkt, dass ich eine ganz andere Kapitalausstattung als andere Studierende habe. Dabei geht es nicht nur um ökonomisches Kapital wie Geld und Besitz, sondern auch um soziales Kapital wie Netzwerke und Beziehungen, Stichwort Vitamin B, und kulturelles Kapital, also zum Beispiel Wissen, Bildungsabschlüsse und prestigeträchtige Fähigkeiten wie zum Beispiel ein Instrument zu spielen oder Fremdsprachen zu sprechen. Wer über viel Kapital verfügt, hat es im Bildungssystem viel leichter. Fakt ist, dass das österreichische Bildungssystem Ungleichheit reproduziert und Bildungsabschlüsse großteils immer noch vererbt werden. Heute hat Alia ihren Hochschulabschluss geschafft und arbeitet beruflich mit Lehrpersonal, um Personen für Klassismus und andere Diskriminierungsformen zu sensibilisieren.
Sie hofft, dass Kinder und Jugendliche in Zukunft die Möglichkeit haben werden, den Bildungsweg einzuschlagen, den sie wollen und nicht den, den ihre soziale Herkunft für sie vorgezeichnet hat. Denn Aliyah weiß, nur weil sie es geschafft hat, heißt es nicht, dass es bereits die Rahmenbedingungen gibt, damit es alle schaffen können. Damit ist das Märchen von Aliyah und ihrem Weg zum Hochschulabschluss zu Ende. Die Geschichte von deinem Weg zu mehr Klassismus-Sensibilität fängt aber gerade erst an.